Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Downpour und dem Beagle. Ja, ihr seht, ich habe es jetzt extra gelassen. Ich habe jetzt nicht mich auf dem Weg zum Centennial Building gemacht. Die geilen Speicherpunkte in Silent Hill Downpour, und das ist jetzt sarkastisch gemeint, obwohl ich im Centennial Building, und da war das, der wäre der Radioturm tatsächlich drin gewesen, drin war und auch nicht mehr raus durfte, hatte ich keinen Speicherpunkt gekriegt, weil ich weiß es nicht. Jetzt sind wir wieder außerhalb, nämlich hier im Revier. Das war der letzte Speicherpunkt, den das Spiel mir gegönnt hat. Aber gut, wir nutzen das Ganze. Ich wollte ja eh noch nicht in den Radioturm rein, wenn wir mal ehrlich sind. Ich hätte es gemacht, ohne Frage, aber ich wollte es ja eigentlich noch nicht. Junge, ganz entspannt bitte, ja? Ganz entspannt, danke. Gehst du raus? So, wo muss ich jetzt hin? Ich habe aber auch entdeckt. Warte mal, Ziele. Lasse alle Vögel frei, finde das vermisste Mädchen. Hier habe ich jetzt nochmal die Hinweise, was ich alles geschafft habe. Halte die Streifenwagen auf, finde Einsatzleitung, finde einen Weg in die Stadt. Das habe ich alles erfüllt. Das heißt, wir können uns jetzt nochmal in Ruhe umgucken. Ach, ich wollte doch eigentlich die Karte benutzen. Ich muss nämlich da hinten irgendwo hin, meine ich, ne? Da ist das Centennial Building mit seinen Fragezeichen. Ja, danke schön. Egal. Das heißt, wir können uns doch noch ein bisschen in Silent Hill umgucken. Ist ja auch gar nicht verkehrt. Muss ich jetzt, glaub, darunter. Wenigstens regnet es jetzt auch gerade mal nicht. Ich schnapp mir die Harpune nochmal. Ich schnapp mir die Harpune nochmal und wir gehen nochmal in das Easter Egg von The Room rein. Und dann schauen wir mal. Dann gehe ich nicht bei dem Park, wo wir ja durchgelaufen sind, hinten rum, sondern ach, nicht hinten rum, nicht rechts, links lang, sondern rechts lang. Und dann dürften wir nicht beim Centennial Building rauskommen. Gehe ich zumindest von aus. Das heißt aber auch, dass wir uns irgendwann also was heißt irgendwann, ich nehme mal nächste Folge, die Zwischensequenz nochmal angucken müssen. Es tut mir leid, aber er hat mir einfach nicht gespeichert. Er hatte nichts damit zu tun. Es war ihm scheißegal. So, hier, Harpune. Nimm Harpune, Junge. Nimm sie. Nimm sie. Ich habe meinen Timer nicht gestellt. Jetzt habe ich meinen Timer gestellt. Leider hoch. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wo ich die geile Feuerwehraxt gefunden hatte. Es ist sowieso besser, dass ich die ausgetauscht habe, weil ich rausgefunden habe, dass diese Waffen hier doch kaputt gehen können. Und dann steht man hier mit seinem kurzen Hemd und muss mit bloßen Fäusten kämpfen. Ich weiß nicht, ob Murphy so der bloße Faustkämpfer ist, wenn ich ehrlich bin. Wie sieht er eigentlich die Bäume da unten? Also, das ist schon ein bisschen eigenartig. Ach, Vatra Games, was habt ihr euch nur mit den Speichergegenständen gedacht? Ah, ja, bitte öffnen. Darf ich nicht? Jetzt speichert es. Jetzt speichert es. Jetzt lädt es. Ach ja. Eigentlich ist so 30 Minuten für Silent Hill Dombo zu wenig, weil man einfach immer mindestens 5 Minuten Ladedings drin hat, wegen irgendwas. Das heißt aber auch, wenn das Centennial Building ganz da hinten ist, da wo das Monster war, jetzt bin ich wieder hier, das war ein Sprung zurück. Dass das Centennial, also da wo das Monster ist, gar nicht der Radiosender war. Das heißt, wir können uns in dem Gebäude umgucken, wo dieses Monster ist. Bei der Tür. Da, wo ich noch voll reingerannt bin und gesagt habe, da renne ich jetzt rein, weil ich einen Speicherpunkt brauche. So, wo will ich hin? Bitte einmal ganz hier. Erstmal wieder durch die Gasse nach hinten durch. Genau. Ich könnte aber auch einfach mal in diese Richtung rennen, oder?
Oder ist da einfach nichts? Ich glaube, da ist einfach nichts, ne? Ne, da ist einfach nichts. Hat er mir das jetzt in der Karte auch eingezeichnet, dass hier alles... Ja. Hätte ich mich vorher schon richtig umgeguckt, dann hätte ich das vorher schon in der Karte drin gehabt. Einen Stuhl kann ich auch nehmen. Weird. Was ist hier? Ein Spielplatz. Ein Spielplatz. Wetten, ich war da schon. Ich weiß es einfach nur nicht mehr. Die Chance ist gegeben, Leute. Die Chance ist gegeben. Ich verstehe nicht, warum ich die hier nicht runterholen kann. Die hier. Die kann ich... Scheiße. Hier irgendwo ist ein Monster. Ich hoffe, ich kann einfach dran vorbeißen, den sneaken. Nö, kann ich nicht. Wo will ich denn hin? Yes! Lady, halten Sie den Dampf flach. Da hinten ist das Monster. Da will ich nicht hin. Noch nicht. Noch nicht, wohlbemerkt. Ich will zu dieser Leiter, die da wo ist. Bin ich jetzt dran vorbeigerannt? Uff. Geh mal hier hin, damit du dir markierst, dass da nichts auf dem... Ich bin schon wieder in der Nähe des Centennial Buildings. Das heißt, so falsch kann ich aber gar nicht sein. Hier ist die Lionel Street. Hört ihr das auch? Oder ist es für euch zu leise? Ich bin mir gar nicht sicher. Moment. Ich mache euch mal ein bisschen lauter, weil ich nicht weiß, mit dem Sound hier. Für Final Fantasy muss ich den Sound immer vergleichsweise leise machen, weil die Lieder echt scheiße laut sind. Da könnte ich auch mal runtergehen, fällt mir gerade auf. Ist ein bisschen ärgerlich, dass wir uns jetzt wirklich alles nochmal angucken müssen. Aber irgendwie auch nicht, weil auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, ich wollte ja sowieso noch nicht dahin. Nicht der Zettel. 287. Nee, oder 827. 827. Ich weiß nicht, wofür es ist, aber ich schreibe es mir mal auf. 827 Fragezeichen. Für irgendwas wird es schon gut sein. Nee. Aber davon finde ich gerade auch nicht. Er kann nicht darüber steigen, kann er nicht. Okay. Nein. Davon finde ich jetzt gerade aber auch nicht. Die, da ist der Park. Da fängt schon direkt an zu rauschen. Ach, wisst ihr was? Ich gehe jetzt da einmal runter. Ich will es wissen. Was? Um Gottes Willen. Nein, nimm die Harpune wieder. Hier ist nichts. Okay. Vielleicht auf der anderen Seite? Ich glaube nämlich, dass die U-Bahn-Tunnel durchaus miteinander verbunden sind. Ich bin mir aber nicht so sicher. Was ja auch dementsprechend eine coole Abkürzung wäre, wenn man ehrlich ist. Mal sehen. Ui. Mal sehen. Oh Gott, ich habe einen Speicherpunkt gekriegt. Hi. Üppi? Wer bist denn du? Damn rain never lets up, does it? Nö. Man can catch his death out here. Of course, if you could spare something to eat, I could show you another way to get around town, keep your head dry. What do you say, friend? That's a fair trade, ain't it? Der Schokoriegel! Moment, ich hab... Darf ich ihm den nicht geben? Finde Essen für den Bettler. Wish I could, but I don't have any food myself. Ich hab... Hallo? Murphy? Well, if you find any... You be sure and come back here and old crazy Homer will show you a few secrets about this place.
Safe travels, friend. Keep dry. Sorry, it's not much, but you're welcome to it. You got a map of the town? Yeah. Let me show you something. Paper Street. Hillside, Custom Heights, Pleasant River, Port District. See that? Yeah. There's tunnels all over Silent Hill, connecting one part of town to the other. You just gotta think like a rat, see? A rat's vermin. But he knows how to survive. How to stay out of the rain. Diese Betonung. You think like a rat, kid, and you'll be fine. Just like old Homer. I tell you what. It gets awful cold most nights. If you found me a coat to keep warm, I could show you some more shortcuts to keep you dry. You just come back here and find me. Cool. Zeig mal. Finde einen warmen Mantel für den Bettler. Cool. Ich mach das jetzt mal. Murphy, was ist dein Problem? Ich will mich ja mal umgucken. Steine brauche ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Türen gehen alle nicht auf. Wenigstens sagt er nicht, wie Alex die ganze Zeit. Ja. Okay. Wo bin ich hier? Der Beagle auf Abenteuertour. Ah, okay. Und dann komme ich bei Hillside raus. Ich verstehe. Nein, das möchte ich gar nicht machen. Ist in Ordnung. Ich gehe wieder nach oben. Ich möchte immer noch den Room Room finden. Es lädt. Es lädt, es lädt, es lädt, es lädt. Es lädt. Okay. Von mir aus. Aber da geht's dann noch tiefer runter. Ah, da geht es Richtung Port District. Warte mal, Port District wäre dann... Da hinten das? Sehe ich das richtig? Ja, aber ich will da trotzdem nicht durch. Ja, die Tunnel sind cool und ich werde die bestimmt auch irgendwann benutzen. Jetzt im Moment möchte ich mich da oben halt noch umgucken. Aber wir wissen Bescheid, der Upi hat... Alter. Diese Tür hat nur darauf gewartet. Der Upi braucht eine... Was? Ach so, ich kann mich da durchquetschen. Okay. Was war da mit Erste-Hilfe-Kosten? Wie? Uwe? Na, was ist das denn? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber ist okay. Na, wenigstens habe ich das gemacht und jetzt haben wir wieder was Neues. Sehr cool. Aber irgendwo hier muss doch das Haus sein. What a weird crap. Wie war da? War ein Fragezeichen oben? Da war ein Fragezeichen oben. Muss ich mir gleich nochmal genauer angucken. Erstmal möchte ich dieses damned Wohnhaus finden. Schlag mich dabei aber nicht besonders gut. Diese Stadt ist ziemlich kaputt, wenn man mal ehrlich ist. Da komme ich auch zu einem Fragezeichen. Ach, ich erinnere mich, hier komme ich, glaube ich, zu dem
Ja, da ist er. Da guckt ihn euch an, wie er auf mich wartet und sagt, nein, ich lass dich nicht hier rein. Aber nicht mit mir. Ich habe schon genug getötet. Habt ihr gesehen, wie er versucht hat, mich zu blocken? Penner? Bin ich denn hier? Was gibt's hier? Ich will mich einmal hier umgucken. Ach, mach mal deine Taschenlampe an. Wow, da hat jemand das falsche Chili gegessen. Das sieht ein bisschen creepy aus, wenn ich ehrlich bin. Aufheben. Was ist denn aufheben? Oh Gott. Wie groß ist die Karte? 3x3 Raster? Vielleicht brauche ich nicht die ganze Karte, um den Schatz zu finden. Wer hat die fehlenden Gemälde? Was? Quartalweise mit... Ach komm. Mit Kunstsammler geprüft. Wer kauft neue England-Ölgemälde des 19. Jahrhunderts? Herr Rees ruft nicht zurück. Herr Barker weigert sich zu verkaufen. Was bedeuten die Symbole? Amerikanische Ureinwohner vielleicht? Algonin? Pat von der SH-Gesellschaft für Geschichte anrufen. Vielleicht weiß er was. Rabentod Begräbnisstätte. These look like different locations. Oh Gott. Leute, ich kann's da. Ups. 3. Oktober, sehr geehrter Herr Rees. Das Delala-Gemälde aus Ihrer Sammlung gehört in eine öffentliche Galerie und nicht in das Privathaus eines exzentrischen Einsiedlers, der solche Schätze nur für ein eigenes Vergnügen sammelt. Ich habe Sie wiederholt gebeten, mein großzügiges Angebot zum Verkauf des Gemäldes zuzustimmen, aber Sie haben nicht erneut mich erneut abgewiesen, wodurch ich gezwungen bin, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Es wäre höchst unglücklich, wenn gewisse Details zum Selbstmord Ihres Sohns an die Öffentlichkeit gelangen würden. Geben Sie mir das Gemälde und ich versichere Ihnen, dass Sie diese Anschuldigung nie an die Öffentlichkeit gelangen. Wenn Sie es sich weigern, müssen Sie mit den Konsequenzen leben. Hochachtungsvoll, Melissa Matlan. Ey, Melissa, du bist ziemlich scheiße. Mein ja nur. Boah, hier sieht's so creepy aus. Ich kann da, glaube ich, kann ich die Gemälde da aufhängen? Glaube ja. Warte mal, funktioniert das so nicht? Da. Ich würde gerne wissen, ob das der Fall ist, dass ich da Gemälde aufhängen kann. Oder ob das doch woanders ist. Ah, es sieht schon sehr offensichtlich aus. Ne? Oh, da liegt noch was. Nein, nein, komm, ist okay. Die gute Melissa war ziemlich beschäftigt, ne? 14. September, sehr geehrter Herr Barker, vielen Dank für Ihre Antwort auf meine Anfrage bezüglich des Lillian Shelley-Gemälde. Es ist wundervoll, ach Gott. Es ist wundervoll, seinen gleichgesinnten Kunstsammler anzutreffen. Insbesondere einen, der so vertraut mit den frühen Werken dieser lokalen Künstlerin ist. Ich war allerdings sehr enttäuscht zu hören, dass Sie mein Angebot für den Kauf dieses Werks für meine Galerie abgelehnt haben. Wir müssen verstehen, dass wir die laut The Art Review wichtigsten und vollständigsten Sammlung von Shelleys frühen Ölgemälden zusammengestellt und dass Ihre Weigerung, das Gemälde an die Galerie zu verkaufen oder wenigstens zu leihen, nicht nur ein schlechter Dienst an Silent Hill ist, sondern auch eine Beleidigung der Kunstgemeinschaft. Ihre Weigerung, diese Würdigung von Shelleys Arbeit zu unterstützen, wird Ihnen nur Unglück bringen. Ich bitte Sie, mein Angebot noch einmal zu überdenken. Hochachtungsvoll, Melissa. Willst du, weil mir aufgefallen ist? Nein. Main Street. Okay. Na denn. Kann ich denn irgendwie... Warte mal. Ich versuche es mal. Nee, das funktioniert nicht. Also gehe ich nicht davon aus, dass ich die hier dranhängen kann. Wo kann ich sie denn dann hinpacken? Wenn nicht hier.
Das hier sieht sehr blutig aus. Aber ich glaube, mehr ist hier nicht für uns drin. Oder ist hier noch ein Raum? Nee, da ist das Klo. Boah, und ich muss wieder zu dem Monster da raus, ne? Wenn es mich denn gehen lässt. Wetten, es steht wieder genauso, damit es mir direkt aufs Maul hauen kann. Bei meinem Glück. Aber gut, dass ich jetzt mal da reingegangen bin. Murphy, wir müssen jetzt gleich sehr schnell sein. Ich weiß, das ist nicht deine Stärke, aber bitte. Lass mich nicht im Stich. Ach, du bist da hinten. Und lässt mich hier nicht durch. Okay. Murphy, renn. Bitte einfach. Renn. Renn, Murphy, renn. Ich weiß nicht, wie weit es uns folgen kann, aber renn. So. Ich finde noch die Leiter, Leute. Irgendwann muss ich sie finden. Ich bin da weggerannt, als ich die Olle gesehen habe. Und finde sie deswegen jetzt nicht mehr. Es kann gut sein. Ich will das nicht ausschließen. Ich bin hier, ne? Ich meine, hier ist ja nicht wirklich viel, wenn man ehrlich ist. So eine Leiter müsste man eigentlich ziemlich gut sehen können. Da komme ich, glaube ich, nur wieder zu dem Monster hin. Ja. Ja. Da komme ich zu dem Monster hin. Da will ich aber gar nicht hin. Hier ist soweit gar nichts gewesen. Aber hier ist doch die Kunstgalerie, oder? Ich werde noch rausfinden, was das mit den Gemälden auf sich hat. Da bin ich mir relativ sicher. Ich muss nur gucken. Ach, von hier bin ich gekommen. Ich verstehe. Ich muss mich ja eh hier überall umgucken, wenn ich alles finden möchte. Also passt das schon. Wenn ich gerade keine Ahnung habe, wo ich bin. Ah! Doch, ich habe eine Ahnung, wo ich bin. Haha! Jetzt können wir da hochgehen und uns die Pistolenmunition holen und dann ist gut. Aber dass ich dafür noch nicht mal einen Speicherpunkt bekommen habe, ist schon traurig. Seht es euch nochmal an. Das ist Room Easter Egg. Eventuell mache ich das so, dass ich dann einfach die Folge beende vor dem Centennial Building. So dass ich dann nochmal mir die Sequenz angucke und ihr die nicht nochmal unbedingt sehen müsst. Die war ja schon ziemlich lang. Die hat mich ja voll die Überlänge gekostet gestern. Und dann schauen wir mal weiter. Hier ist auch nichts. Je mehr ich in der Karte an Ecken eingebaut, da ist der erste Vogel gewesen, auf der Karte Markierung eingebaut hat, wo es eben nicht lang geht, umso einfacher wird es, glaube ich, für mich. Hier irgendwo war doch auch nochmal ein... Manchmal ist es besser wegzurennen, als zu kämpfen. Weiß ich, wollte ich die ganze Zeit machen, das klappt nur ganz, ganz selten hier in diesem Spiel. Diese Neko hat auch schon keinen Bock mehr und ich weiß einfach nicht mehr, wie ich sie hinstellen soll, wenn ich ehrlich bin. Naja. Ich will eigentlich jetzt lieber noch meine Axt haben, aber egal. Ich glaube nicht, dass hier ein Monster ist. Und wenn nicht, dann muss ich es halt mit einer Harpune töten. Ist jetzt auch nicht gerade meine Wunschvorstellung, aber hey. Manchmal muss man kleine Brötchen backen. Ich gehe erst nach... Oder soll ich so mutig sein, nach unten zu gehen? Hier ist erstaunlich hell, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ein Stock? Ja gut, ne? Nö. Behalt deinen Stock! Bin ich hier? Okay, ein Tresor. Oh krass. Was kann ich denn Besonderes finden? An alarm, of course. How could I be so stupid? Hmm.
Schade. Ach, komm, ist okay. Hi, na, wie geht's? Kann ich den Alarm irgendwie abstellen? Da ist ein Büro. Oh Gott, es werden immer mehr. Oh Gott, es werden immer mehr. Ja, aber irgendwo muss es doch ein Dings für den Alarm geben. Scheiße. Ich gebe zu, das war wirklich dumm von mir. Ich gehe mal nach oben. Vielleicht ist da ein Alarmknopf. Bitte lass da ein Alarmknopf sein oder so. Irgendwas. Ein Stuhl. Nein, ein Stuhl ist kein Alarmknopf. Oh, bitte. Oh, gib Axt. Ah, oh, Himmel! Er macht beide Türen so auf. Gut, ist in Ordnung. Hier drin vielleicht? Ach Gott, lass es mich doch irgendwie abstellen können. Ich kann es nicht abstellen, Leute. Draußen, die drehen da gerade oben völlig durch, oder? Ja, ich muss weg hier. Ich muss irgendwie raus hier. Himmel, R1 nochmal. Was habe ich denn getan? Nein, tschüss. Ich bin kein besonders guter Einbrecher, offensichtlich. Es hat gespeichert, das ist schön, weil ich mich doof angestellt habe, ne? Finde heraus, warum der Alarm der Bank ununterbrochen läuft. Das weiß ich doch nicht. Schön. Ah, schön, schön. War ich da nicht auch lang gekommen irgendwie? Ich glaube ja. Und von hier aus war ich auch zum Park gekommen. Murphy, bitte. Ist okay. Aber immerhin habe ich jetzt zwei Medkits. Später. Das Funkding. Karte. Hm? Warte mal, was? Warte mal, was? Da hinten ist ein Fragezeichen. Was ist denn mit diesem Fragezeichen? Was an diesem Fragezeichen ist so besonders? Kann ich hier doch irgendwo reingehen? Ich habe das nicht gesehen. Will ich gar nicht ausschließen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin hier exakt bei dem Fragezeichen. Muss ich vielleicht hinten rum? Warte mal, geht's da nicht eher zu diesem Monster? Ich probiere es aus, Leute. Was habe ich zu verlieren? Speichern. Wieso? Es speichert hier, weil... Kann ich...
Ach, da ist ein Loch. Mal rein. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber zwei... Was war das jetzt? Zwei... 8-2. Alter, kann ich die auch... Okay. 7. Sehr cool. Ein Gemälde. Aber was ist denn hier? Hier liegen überall Zigaretten rum, Leute. Überall. Ich meine, aber irgendwas muss man das doch bringen, hier rein zu können. Ah, ich habe ein weiteres Gemälde gefunden. Nein, wie cool. Obwohl der Beagle gar keine Ahnung hat, was er tut, hat er ein weiteres Gemälde gefunden. Ich glaube, ich mache dann jetzt hier auch einen Cut rein, weil ich habe ja einen Speicherpunkt bekommen. Ich werde mal rausfinden, was mit der Bank nicht stimmt. Da hinten das Fragezeichen, das ist immer noch die Galerie. Ich weiß aber nichts mit der Galerie anzufangen, wenn ich ehrlich bin. Und ich weiß auch nicht so ganz, ob der mir auf der Karte die Fragezeichen wegmacht, wenn ich sie gelöst habe. Ich glaube nicht. Aber ich schaue mal, was mit der Bank falsch ist. Aber wie gesagt, ich habe auch keinen weiteren Vogel bis jetzt gefunden. Ich glaube, nächste Mal schauen wir uns den Park an, aber dann gehe ich andersrum, sodass ich nicht beim Centennial Building rauskomme, sondern vielleicht bei dem Kino da rauskomme. Ich glaube, da ist auch noch mal ein bisschen mehr. Ich glaube, so machen wir es. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.